Guten Abend. Der FCB sichert sich über Winter in Europa, aber kassiert gestern gegen St. Gallen nach 13 Matchen in der Meisterschaft die erste Niederlage. Also kann man nicht vom Ausrutschen vor der Konkurrenz mal wieder profitieren. Wir diskutieren darüber zusammen mit der Legende und unserem Experten Ernie Meissner. Salut Ernie. Salut Chris. Ist das der spielerische Tiefpunkt gestern, Ernie? Nein, das ist nicht der spielerische Tiefpunkt gewesen. Es ist vom Resultatmäßigen, also von der Niederlage her, halt das erste Mal, wo man verloren hat in der Meisterschaft. Es hat sich ein bisschen abzeichnet, auch in den letzten Spielen. Man hat immer ein bisschen Mühe gehabt, ein super Spiel anzukriegen, ein Spiel, das von A bis Z gepasst hat. Und das hat der FCB einfach Pech gehabt, dass St. Gallen das Glück hatte, dass sie im entscheidenden Moment das Richtige gemacht haben. Ja, auf jeden Fall hat man sich das aus Basel sich ganz anders vorgestellt. IB ist ausgerutscht und der FCB, der hat die Chance erneut verpasst, die Distanz zu machen in der Tabelle. Nach 12 ungeschlagenen Super-League-Spielen verliert der FCB gestern in der 13. Runde zum ersten Mal in dieser Saison. Es ist eine bittere Niederlage. Ich glaube, die Zuschauer haben ein attraktives Spiel gesehen, ein tolles Spiel, aber natürlich für uns natürlich nicht mit dem Ausgang, wie wir es uns vorgestellt haben. Dabei hat das Spiel eigentlich gut angefangen. Rot-Blau ist die bessere Mannschaft und kann sich gerade ein paar gute Möglichkeiten rausspielen. Der unglückliche Beitim Kasami bringt seine Farbe aber nicht in Führung und scheitert am Aluminium. Nachher wird es aber ein offener Schlagabtausch und der FCB hat auch Glück, dass er bis zu der Halbzeit kein Goal kassiert. Aus der Pause kommen die Basler dann aber wieder mit viel Schwung. Die zweite Halbzeit sind wir am Drücken gewesen, wir haben alles probiert. St. Gallen hat auch immer wieder auf den Umschaltmoment gewartet gehabt, oder auf Konter geschaut. Am Schluss ist es aber ein Eckball, der das Spiel in der 87. Minute entscheidet. Die erste Niederlage in der Liga ist Realität. Entsprechend selbstkritisch geben sich die Basler nach dem Spiel. Man hat jetzt schon gemerkt, dass wir heute nicht ganz so in die Gänge reingekommen sind. Über das ganze Spiel gesehen, ich denke vor allem im Mittelfeld, ist St. Gallen ein bisschen weifer, ein bisschen dynamischer gesehen. Sie machen das auch sehr gut mit ihrem offensiven Fußball. Sie machen nicht so viel fürs Spiel, wenn sie vor allem dann die zweite Ball gewinnen. Und dort haben wir auch Präzision ein bisschen vermissen lassen. Wir hatten viele einfache Fehler gehabt im Spiel, im Aufbauspiel nach vorne. Und vorne sind wir auch zu unpräzise im Abschossen. Aber trotz der Niederlage sei der Druck, der seit am Anfang schon gross ist, jetzt nicht noch mehr gestiegen, auch wenn der FCB seit 4 Spielen nicht mehr gewinnen konnte. Der Patrick Ramm sieht eine gute Entwicklung und kann schon einiges vorweisen. Ich glaube, jetzt, wenn man das Gesamte anschaut, wo wir herkommen in den letzten Monaten, wo wir gesehen sind, da hat alles gegeneinander geschossen vor ein paar Monaten und wir haben Ruhe reingebracht und ich glaube, wir sind auf dem rechten Weg. Es sind junge Spieler dazugekommen, die integriert werden. Das ist ein klarer Auftrag vom Verein. Ich glaube, in diesen Sachen sind wir allgemein gut unterwegs. Die jungen Spieler haben sich entwickelt, sind besser geworden die letzten Wochen und Monate. Wochen und Monate, gefühlt so lange hat Patrick Ramm jetzt auch Zeit, um mit der Mannschaft zu arbeiten, weil das Spiel gegen IB verschoben worden ist. Und nach diesen knapp 3 Wochen kommt der Schlussspurt von der Hinrunde. Das Ziel ist klar, der FCB will als Leader überwintern. Ja, Ernie, der Trainer sagt, wir sind auf dem rechten Weg. Ist man auf dem richtigen Weg? Ja, ich denke jetzt die letzten Spiele eher nicht so. Ja, sie sind einfach nicht so gut gewesen, die Spiele. Wobei man muss jetzt auch sagen, gegen St. Gallen, man hat schon schlechter gespielt und gewonnen. Und da haben wir nicht nur schlecht gespielt, man hat auch gute Momente gehabt. Es ist manchmal im Mittelfeld in meinen Augen zu erfahren gewesen. Man hat kein richtiges, wie soll ich sagen, kein Konzept richtig gesehen. Es war vieles ein bisschen auf Zufall aufgebaut gewesen. Und man hat ja Goalchancen gehabt, aber Teilgoalchancen, muss ich auch sagen, wenn die halt nicht machst, dann fehlt halt auch ein bisschen Klasse. Ich muss jetzt da leider noch den Beitim nennen.
man meint immer noch ein bisschen Pech und ein bisschen das und das, aber manchmal fehlt ihm halt auch ein bisschen Klasse, um die Bälle so zu verstecken, dass sie auch reingehen. Und das muss man auch ein bisschen sehen. Manchmal fehlt einfach ein bisschen Klasse in dieser Mannschaft. Und man ist ja super gestartet, man hat sogar Vorsprung auf IB auf Zürich gehabt und so. Und jetzt, wenn man die zwei letzten Spiele anschaut, wenn man da wirklich durchgezogen hat, dann hat man einen komfortablen Vorsprung sogar gehabt. Aber wieso hat man dann nicht? Man hat eben in Zürich am Schluss noch das Goal kassiert, wo man vielleicht auch ein bisschen nicht gut gestanden ist defensiv, also Fehler gemacht, der Giga dort, das mal ist der Pellmar gewesen, wo dort nicht recht in den Zweikampf steigt und das sind Fehler, die du machst, weil dir auch vielleicht dort manchmal ein bisschen die Klasse aufhält, oder? Und klar, der Fan will der FCB gewinnen sehen und die sind nie zufrieden mit einer Niederlage. Ja, und eben die Ruhe, die man ja reingebracht hat, das kann man sehr schnell wieder unruhig werden, gell? Also, wenn ja, jetzt, es jetzt noch aus der Hand gibt. Ja, natürlich. Jetzt hat man plötzlich nur noch einen minimalen Vorsprung. Jetzt hat auch der FCB wieder ein bisschen das Messer am Hals, wie man so schön sagt. Und auch das wird sich schon wieder spiegeln in der Mannschaft. Die sind jetzt wieder mehr unter Druck. Der Trainer ist wieder mehr unter Druck. Es wird schon wieder über den Trainer ein bisschen diskutiert und so. Das sind alles Sachen, die eine Unsicherheit in eine Mannschaft bringen oder in den Staff bringen, die sicher nicht gut tut. Und jetzt hat man immer gedacht, ja, IB ist jetzt ein bisschen unter Druck. Jetzt, sie haben auch ein bisschen mehr Verletzte und so. Jetzt wäre ja der richtige Augenblick gewesen, um eben den Abstand aufzubauen, dass wenn es in der Rückrunde wieder schwieriger wird, dass man dort ein bisschen davon kann zehren. Und das hat man verspielt jetzt. Du hast den Kasami angesprochen. Es ist ein bisschen so ein Sinnbild aktuell, gell? Ich glaube, es ist sein fünfter Pfostentreffer, hat er gestern mit der Latte dort. Seit August hat er kein Goal mehr gemacht. Faktor Glück. Schau, ja. Oder? Das Glück ist ein bisschen gefallen in den letzten Monaten. Ja, das ist ja so. Und jetzt, ich habe ihn halt jetzt als Beispiel genommen. Es hat auch andere. Auch ein Doye ist für mich nicht der Knipser vorne und so. Aber er versucht vieles, er probiert, er kommt zu Chancen. Das ist schon mal sehr gut. Ich meine, andere kommen fast nie zu einer Chance. Aber der letzte Tick im Abschluss, der fehlt ihm, weil er vielleicht auch im Kopf nicht so frei ist. Er macht auch viele Fehler im Mittelfeld, wenn er den Ball manchmal ein bisschen lang hat, weil er selber vielleicht ein bisschen verunsichert ist und den richtigen Moment zum Abspiel verpasst. Er hat zwei, dreimal so den Ball auch verloren. Und das zeigt halt, dass er im Kopf nicht frei ist. Und wenn du im Kopf frei bist, dann haut er am Anfang schnell, lüftet er über einen Goalie und. Das sind so Indikatoren an einem Spieler, wo man merkt, er probiert zwar, er kommt sogar zu Chancen, aber am Schluss verhaut er halt dann den Abschluss. Gut, also die Niederlage gegen St. Gallen hat folgende Konsequenz in der Tabelle. Wir machen eine Buchhaltung nach 13 Runden, Ernie. Der FCB, das ist die positive Nachricht, ist immer noch Erster. Aber nur noch ein Punkt vor Zürich und nach Verlustpunkt auch nur ein Punkt vor IB. Also so. Genau, und auch wenn jetzt IB verliert gegen Lugano, sind auch die wieder näher dran, also auch in einem Bereich, wo jederzeit Schwert machen kann. Zürich macht das anscheinend auch recht gut, die bleiben einfach dran, effektiv. Und ja, IB, die haben jetzt mit den Verletzten noch ein bisschen ein Problem, das wird sich auch ein bisschen auswirken, aber jetzt ist eine längere Pause, da wird auch vieles vielleicht wieder zurückkommen. Aber wie gesagt, das könnte viel, viel besser aussehen für den FCB und da hat man das verpasst. Im richtigen Moment halt auch mal ein Zeichen setzen. Und darum, wie gesagt, sie haben schon schlechter gespielt und gewonnen, aber so richtig überzeugt haben sie schon lange nicht. Der Weg ist ja noch eine lange, sagen wir es mal so, bis Ende Saison. Der Weg, wo der Wahl in den Stock gegangen ist, der war auch lang gewesen, weil gestern hat er sein Jubiläum gefeiert, 400 Matches hat er bestritten und damit betritt er einen illustren Kreis, wo übrigens auch der Herr, der hier sitzt, mit dabei ist. Wir hören mal rein, was er zu diesem Jubiläum gesagt hat. Ich empfinde eine grosse Dankbarkeit, weil ich weiss, was es alles braucht, wie viel man muss investieren muss, um so viele Matches zu spielen in einem Verein, über die vielen Jahre können Stammspieler zu sein und auch sehr, sehr erfolgreich und verletzungsfrei, grösster Teil. Darum ja, ist es für mich so eine irreale Zahl. 400 ist, ist richtig, richtig cool, dass ich das erreichen in meiner Karriere.
Es ist eben total schwierig, die Emotionen in dem Moment so zuzulassen, wie sie es verdienen. Weil nachher musst du irgendwie 90 Minuten spielen. Und ich habe das schon oft gesagt, das Fußballleben ist so kurz und es passieren so viele schöne Momente. Manchmal ist man Jahr für Jahr irgendwie ein oder zwei Mal auf dem Barfi und gewinnt Titel. Und irgendwie ist es einem erst später, glaube ich, bewusst und man realisiert gewisse Momente erst im Nachhinein. Darum behalte ich die Sachen ganz fest im Herzen und hole sie dann wieder vor, wenn es vielleicht mal ein schwieriger Moment ist oder ich ein bisschen mehr Zeit habe, um die Sachen zu realisieren, die da passieren. Hast du auch so viel Feuerwerk gekriegt bei deinem 400. Match? Überhaupt nicht. Ich kann mich aber auch nicht erinnern an den 400. Match, muss ich ehrlich sagen. Er wird mich natürlich jetzt auch überholen in nächster Zeit, leider, muss ich sagen. Nein, das gehört ja dazu. Nein, ich gratuliere ihm zu so viel Spiel, das muss man zuerst mal angehen. Das ist nicht so einfach. Und auch er ist ja weg gewesen, eine Zeit lang. Und das zeigt doch, dass er konstant auch recht gute Leistungen gebracht hat. Und ich denke, er ist jetzt wirklich langsam gegen das Ende von der Karriere. Er wird jetzt auch nur noch teilweise eingesetzt, logisch. Und die Jungen, die drucken natürlich von unten. Und ja, das, so geht es aber jedem, wo dann in ein gewisses Alter kommt. Eben, er ist ja immer noch Capitano, aber seine Rolle hat sich doch jetzt seit Saisonanfang auch verändert. Am Anfang von der Saison ist er ja durchgestartet, hat viele Goal auch, zum Beispiel Conference League geschossen. Jetzt hat er ein bisschen unten durch. Ja, er zahlt vielleicht auch ein bisschen am Alter jetzt ein bisschen Tribut. Er kann vielleicht auch nicht immer nur noch vollgehen. Er braucht vielleicht auch länger zum Regenerieren. Und ja, das kommt halt einfach einmal. Und er darf trotzdem stolz sein auf das, was er bis jetzt geleistet hat im FCB. Und vielleicht bleibt er uns noch lange erhalten. Das weiß man nie so genau. Aber er ist natürlich jetzt zu einem Teileinsatzspieler geworden. Er ist nicht mehr der gesetzt ist, der weiss, wenn ich gesund bin, wenn ich fit bin, kann ich durchziehen. Und trotzdem, am Anfang der Saison hat er extrem gut gespielt. Und er ist unter der Haube seit kurzem, haben wir mitbekommen. Gratulation an dieser Stelle. Für das, also gerade zwei Viertig, außer der Match gestern natürlich, aufeinander. Jetzt, Ernie, 3 Wochen Pause. Ja, ich finde es ein bisschen unglücklich, das tut mir leid. Das ist so wie eine Sommerpause. Du kannst in einem Training nie das ankriegen, was ein Match bringt. Und das, ich bin nicht überzeugt, dass das gut ist für eine Mannschaft, wenn man plötzlich so lange Pause hat. Die ganze Planung von dieser Saison, in dem Fall auch mit dieser Nation und mit all dem Zeug, finde ich ein bisschen unglücklich, dass das überhaupt so passieren kann. Wir hören mal rein, was der Patrick Rahmen zu dieser Thematik sagt. Es ist einfach wieder eine Veränderung vom Spielplan. Für mich sehr ärgerlich, muss ich ehrlich sagen, wie die Sachen jetzt alle da ablaufen. Aber es gilt es trotzdem dem anzunehmen. Es bringt ja auch nicht zu viel Energie zu verlieren. Und man kann sicher auch das Positive daraus herausnehmen, dass man mal eine Woche dann auch mit der Mannschaft arbeiten kann. Wobei eben die meisten natürlich bis zum Donnerstag dann auch wieder weg sind bei den Nationalmannschaften. Und dann kannst du auch nicht das ganze Kader zusammen. Aber wir werden es annehmen und schauen, dass wir in den letzten 7 Matchen dann, nach der Pause noch mal das Optimum rausholen können. Das ist der Patrick Rahmen nach der Rückreise aus Zypern. Zypern ist man gesehen, ja. Hat das eigentlich auch einen Faktor gespielt für dich? Gestern, dass sie in Gang gekommen sind? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen, alle 3 Tage Match, das musst du verkraften als Profi heutzutage. Wenn sie das Spiel nicht gewählt hätten, hätten sie nicht anders gegen St. Gallen gespielt. Und man muss auch mal sehen, St. Gallen ist eine gute Mannschaft, die haben das clever gespielt, die haben sich auf Basel eingestellt, die haben sie zum Teil ein bisschen gekommen, aber die haben jedes Mal, wenn es eine Möglichkeit gegeben hat, haben sie immer probiert zu kontern, immer probiert nach vorne zu spielen. Und auch die haben vielleicht nicht die filigranen Spieler, die ein Spiel schön machen können, sage ich jetzt mal. Aber die haben ihre Stärken ausgespielt und das haben sie gut gemacht. Sie haben immer wieder Konterchancen gehabt. Sie haben auch Pfostenschüsse gehabt. Sie haben Situationen gehabt, wo auch dort, wenn der letzte Ball genau gespielt worden wäre, hat Basel schon viel früher mal einkassiert. Also,
man dürfte St. Gallen nicht zu schlecht sehen. Und in St. Gallen hat der FCB viel Glück gebraucht. Dort sind sie effizient gewesen. Ich denke, zwei Chancen, zwei Goal und der Lindner hinten drin, der alles gehabt hat. Dort ist es am FCB optimal gelaufen. Aber die Mannschaft war ein bisschen unter dem Wert gewesen, bis zu den letzten Spielen. Jetzt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, die haben IB geschlagen. Das musst du auch zuerst können. Das macht nicht eine Mannschaft IB schlagen und Basel schlagen. Innerhalb von so kurzer Zeit. Ja gut, Sie haben im Gegensatz zum FCB dürfen im Wankdorf shooten. Das ist ja nicht der Fall in drei Wochen. Der Match ist übrigens, was Sie es noch nicht mitbekommen haben, auf den 15. Dezember verschoben worden. Es hat anscheinend eine Baustelle, Ernie. Bei Wankdorf. Ja. Wie hast du die Diskussionen mitbekommen? Ja, ich finde es noch speziell. Die machen das gut mit der Stadt zusammen. Haben die vielleicht das abgesprochen, dass sie den Match verschieben können? Ich will ihnen nichts vorhalten. Es tönt halt ein bisschen speziell und so. Und vielleicht wären wir manchmal auch froh gewesen, wenn es bei mir um ein Joggeli um eine Baustelle gab, wo man können ein bisschen etwas verschieben. Aber auch das muss man halt jetzt akzeptieren. Es nützt ja sowieso alles nicht. Auf der anderen Seite hat der FCB auch den Match nach dem Almaty, wo man ja 7 Stunden auf das Kasachstan fliegt, also den Match am Sonntag dann drauf gegen Luzern verschieben. Das haben die Luzerner nicht wollen. Kannst du das noch verziehen? Ja, das ist halt, Luzern hat jetzt die Option nicht wollen, also ihre Option wollen behalten, dass sie nicht mühen. Vielleicht haben sie gedacht, dann haben wir eine größere Chance, zum FCB schlagen. Muss man halt akzeptieren. Ich denke, wenn man vom Verband angefragt wird und es geht um wirklich etwas Wichtiges, dann hat auch vielleicht der FCB mal gesagt, nein, das interessiert uns nicht, wenn wir nicht. Darauf kann man keine Vorwürfe machen. Jeder schaut für sich schlussendlich. Und umso mehr muss man selber schauen, dass man es beeinflusst, oder? Und nicht auf andere angewiesen ist. Aber wird der FCB erst am 25. November wieder shooten. Wir schauen mal auf das Restprogramm, wo der FCB jetzt noch im Endspurt Richtung Winterpause bestritten muss. Wie gesagt, man spielt in der Conference League den zweitletzten Match. Dann geht man Ende November auf Luzern, Lausanne Sport daheim, Karabach daheim. Dort geht es ja auch noch um etwas. Servet auswärts, IB auswärts und dann geht es zum Abschluss von Weihnachten nochmal daheim. Also, eben, das Problem ist ja in dieser Conference League, Ernie, man sollte nicht ums Verrecken Zweiter werden. Nein, das sollte man möglichst vermeiden, weil dann, wenn man Zweiter wird, da gibt man sicher gute Gegner und zwei Matches mehr auch noch, oder? Zwei Matches mehr, sicher gute Gegner. Also dann wird es schwierig, sich überhaupt zu qualifizieren. Also das sollte man schon probieren zum Gehen. Und umso mehr schade ist es, ärgerlicher ist es, dass man da nur einen Unentschieden gemacht hat. In einem eher mittelmässigen Spiel. Also es wird darauf rauslaufen, dass man gegen Karabach dann daheim wird ein Finalspiel in dem Sinn haben. Das ist natürlich dann auch noch vor Servet und vor IB so kompliziert. Ja, natürlich. Und das werden natürlich dann auch entscheidende Spiele sein, wie man in der Meisterschaft überwintern tut. Umso wichtiger sind dann die Spiele auch. Und darum, ein gedrängtes Programm wird auf der FCB zukommen. Aber das ist auch ein Programm, wo viele Entscheidungen ein bisschen bringen kann, wo man auch ein bisschen sieht, was hat man drauf. Und sehr aussagekräftig wird das sein. Was sagt dein Bauchgefühl? Also vor ein paar Wochen hat es ja, sage ich mal, mit Wintermeister, wenn das noch nichts bedeutet, hat es ja nicht mehr so schlecht ausgesehen. Jetzt ist eher ein bisschen Tendenz in eine andere Richtung. Nein, es ist einfach schwieriger jetzt, so wie es momentan läuft. Aber am Anfang ist es vielleicht zu locker gelaufen, dann hat man das aber doch verteidigt. Man ist immer noch Erster, das darf man einfach nicht vergessen. Und man sollte jetzt nicht nur schlechter sehen, sondern eben probieren, dass es wieder besser wird, positiv schauen und so Trainerfolgen schon jetzt anstellen und so. Das finde ich sowieso überflüssig, weil ich verstande so etwas nicht, dass das nur im Raum steht. So Sachen sollte man vielleicht halt auch mal in einem Kommuniqué oder so einmal nach Hause vertreten, dass man da jemandem den Rücken stärkt. Genau gleich wie am Goalie auch. Ich verstand das nicht, dass man dem vom Vorstand aus nicht einmal den Rücken stärkt und sagt, nein, Moment, wir haben einen super Goalie. Das ist gar kein Thema und so. Und ich höre das nie. Und dann weiss man aber auch mal, wie man dazu steht. Ja, also es war auch interessant, wie man dazu steht. Gestern ist ja noch ein weiterer Vorwurf in den Raum geworfen worden mit dem Trainingslager in den Emiraten. Hast du das Gefühl,
dass man sich da, also dass ein Patrick Rahm am Schluss an der Medienkonferenz muss eine Frage zu diesem Thema beantworten, ist ja effektiv nicht der Sinn von so. Nein, überhaupt nicht. Und es enttäuscht mich auch, dass der Vorstand, dass vom Vorstand nie jemand in der Lage ist, mal da hinzukommen und halt auch mal etwas sagen. Weil ich werde viel angesprochen von den Fans. Wieso kommt nicht einmal der Tage oder wieso kommt nicht einmal der Büchi, wo ja, der kann ja alles, der kann ja alle rausgehen, wie er will und machen und tun. Ich müsste das mal so sagen. Er hat Entscheidungen getroffen, die nicht korrekt sind in meinen Augen. Aber er könnte das hier mal begründen, wieso dass das so gemacht worden ist. Und Kommunikation ist kein bisschen besser geworden, als es einmal war. Und das hat man ja auch immer dort dazu gesagt, das wollen wir verbessern, das wollen wir verbessern. Gar nichts wird verbessert. In der Kommunikation ist gar nicht besser geworden. Gut, das ist ein passendes Schlusswort zum FCB. Wir sind jetzt in der Nazi-Pause. Schweiz gegen Italien, das ist der Kracher. Was hast du gebraucht für dort? Ja, die Schweiz hat es bis jetzt recht gut gemacht. Italien ist natürlich ein sehr guter Gegner. Das braucht eine speziell gute Leistung von der Schweiz. Schade ist der Embolo und der Fasnacht, die ausfallen. Das sind zwar zwei gute Leute gewesen, aber vielleicht ist das am Okafor seine Chance, um dort endlich mal zu zeigen, was er auch kann. Und wie gesagt, das ist... Es ist für Italien nicht einfach, weil sie der Favorit sind und die Schweiz durch das vielleicht ein bisschen einen Bonus hat. Aber es wird schwierig. Gut, wunderbar. Merni, vielen Dank. Bist du heute auch wieder da gewesen. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, sind Sie auch dabei gewesen. Der FCB, wie gesagt, gefühlt die Ewigkeit am 25. November in Almaty, wieder in Kasachstan, wieder in Einsatz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Adi, miteinander.